Ja, Herr Dr. Schweizer, schöne Neuigkeiten. Es gibt einen neuen Trikotsponsor von Alba Berlin, die Jungde Metal Group. Erzählen Sie uns doch erstmal ein bisschen was über den Sponsor. Womit haben wir es da zu tun? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute diese Partnerschaft bekannt geben konnten und damit der erste Profi-Basketballverein sind in Deutschland, dem es gelungen ist, hier einen chinesischen Hauptsponsor und Partner zu gewinnen. Und mich freut sehr, dass es Zhongde geworden ist, weil diese Gruppe für die führende Eco-Metall-City in China steht. Und wir in dieser Gemeinsamkeit auch mithelfen können, deutsche Unternehmen zu gewinnen, die sich in dieser Stadt, in der Provinz Guangdong auch engagieren können und wollen. Was genau ist diese Eco-City? Die Eco-Metall City ist die Eco-Stadt in China. Ein Modell, bei dem eine Vereinbarung stattfindet zwischen Produktion, zwischen Leben, zwischen Entertainment und auch Ausbildung, das im Herzen der Provinz Kanton, einer der stärksten Provinzen in China. Und Ziel ist es, gerade in dieser Kombination, Zhongde steht für Chinesisch-Deutsch, in dieser Kombination Wertschöpfung aus Deutschland für deutsche Unternehmen nach China zu bringen, sich da zu engagieren und damit auf beiden Seiten, sowohl in China als auch in Deutschland, davon und daran zu partizipieren. Und wie ist der Kontakt zustande gekommen zwischen Alba und Zhongde? Es gibt schon einen Kontakt über eine längere Zeit, der sich verstärkt hat, auch durch den Besuch des regierenden Bürgermeisters in diesem Jahr in der Provinz Kanton und auch in Zhejiang und auch durch das Engagement der Alba Group in der Stadt, wo unsere erste Anlage zum Recycling von Hausmüll entsteht. Insofern über viele Bereiche hat sich diese Partnerschaft sehr gut entwickelt und hat jetzt ihren Zwischenschritt in dieser gemeinsamen Erklärung heute auch gegeben. Was verspricht sich Zhongde von dieser Partnerschaft und vor allem der Präsenz auf dem Trikot auch? Zum einen muss man wissen, dass in China Basketball Sport Nummer 1 ist. Rund 400 Millionen Chinesen von 1,3 Milliarden stehen dem Sport nahe und engagieren sich. Das heißt, wenn man in die Städte geht, sieht man Körbe. Wenn man in die Unternehmen geht, sieht man Körbe. Also das ist Teil der chinesischen Lebenskultur, was hier meist gar nicht so bekannt ist. Und insofern ist das einmal der Sport naheliegend. Alba Berlin ist die führende Basketballmarke in Deutschland und gleichermaßen auch die über unsere Breite, das heißt unser Engagement in China auch als Alba Berlin über Kooperation mit Verband, mit Schulen, mit Universitäten und auch für chinesische Studenten in Deutschland über die letzten Jahre einfach eine ganz natürliche Plattform geworden und somit ein natürlicher Partner für Zhongde. Und was bedeutet die Partnerschaft für die andere Seite? Also was ändert sich an der wirtschaftlichen Situation von Alba Berlin durch den neuen Trikotsponsor? Ja, wir sind in die Saison gegangen mit der Planung, dass wir einen Hauptsponsor wieder gewinnen für uns. Die Attraktivität der Liga ist gestiegen, sie wird weiterhin steigen. Unsere Attraktivität in der Liga ist groß. Insofern ist das eine natürliche Fortsetzung auch dessen, was wir in der letzten Saison erlebt haben. Und gleichermaßen, was mich wiederum auch freut, ist dieses Engagement chinesischer Unternehmen in Deutschland mit der gesellschaftlichen Verankerung auch in dem Bereich Kultur und auch im Bereich Sport ist hier ein erster Schritt. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass wir auch in diesem Bereich wiederum die Ersten sind, die einen neuen Weg gehen und ihn auch hiermit zeigen können.